Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Kurt Vanguard und der fünften saisonalen Herausforderung von Season 3. Dafür müssen wir einfach nur Kills mit Sturmgewehren machen. Ist also überaus einfach. Es gibt 5 Stufen, erst 100 Kills, dann 250, 500, 750 und zum Schluss, zum Abschließen der Herausforderung, müssen wir 1000 Kills machen. Ist also wirklich recht einfach. Ihr seht auch schon, ich habe Fortschritt. Also das Ding funktioniert, es ist nicht verbuggt oder ähnliches. So, dafür gucken wir uns mal die Sturmgewehre an. Wir gehen einfach auf Ausrüstung, also auf Waffen, Ausrüstung, wir nehmen uns für einen Loadout. Und ganz vorne, oben links sehen wir es, haben wir die Sturmgewehre und alles, was hier aufgelistet ist, zählt für die Herausforderung. Am besten baut man sich einen Loadout mit irgendeiner Waffe, mit der man gut umgehen kann, die man cool findet. Wie auch immer, am besten vielleicht auch gleich eine hier aus der Waffenkammer, dass wir gleich so ein akkurate Ausrüstung drauf haben, weil eine Level 1 wäre jetzt ein bisschen langweilig und kacke. Und das ist auch schon alles. Dann gehen wir rein ins Spiel, töten, töten, töten. Und das machen wir so lange, bis wir fertig sind. Natürlich kann man auch die Waffen nehmen, die wir finden, aus Kisten von Gegnern, aus der mysteriösen Kiste. Aber am besten ist es halt wirklich einfach. Man nimmt sich eine von Anfang an und killt damit. So, und jetzt habe ich noch ein kleines Video für euch, dass ihr auch wirklich seht, dass es funktioniert. Und da haben wir es gerade gesehen, Freunde. Ich habe die Herausforderung Stufe 1 abgeschlossen gehabt. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.